Climate Action Academy Food ist ein internationales Erasmus Plus gefördertes Projekt mit drei Partnerorganisationen: 2811 und Bruno Verde aus Deutschland und Ja Slovenia aus Slowenien. Die Struktur lief über 5 Wochen, 5 Module und 5 Live-Sitzungen. Insgesamt haben mehr als 40 Personen teilgenommen. Teilnehmerinnen wie zum Beispiel Lehrkräfte oder Bildungsreferenten, die mit Jugendlichen arbeiten, Expertinnen, die Partnerorganisation und so weiter und so fort. Das Ziel dieser Akademie war es, BME-Methoden im Zusammenhang mit Lebensmittelsysteme und Ernährungsgewohnheiten zu erproben und zu erforschen, um Jugendliche bezüglich dieser Themen zu sensibilisieren und zu konkreten Handeln aufzufordern. Heute wir werden viel verschiedene Methoden aus dieser Climate Food Academy und wir werden viel spielen und spielen. Ich habe viele Methoden neu gelernt und ich kann diese Methoden in vielen verschiedenen Schulen hier in Dresden auch benutzen. Und das ja, war sehr hilfreich. Ich versuche ein bisschen mehr zu trainieren und das ist auch eine sehr gute Chance, auch ein bisschen das zu machen. Und ich freue mich auf hier zu sein. System is a very important topic because it affects every human being on this planet. We just reached the mark of 8 billion people and we all need to eat. It's very important for us to understand how the food system contributes to climate change and how the consequence of climate change will contribute to the food system. System is a very complex topic. It starts from the production, passing through industrialization or the processing of the food, to transportation, marketing, and consumering. And in each area, you have impacts on the planet and also in our health. We need to understand all this process to see how we can fight against the climate change.